Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Ja, wir sind hier auf dem Weg in Richtung Wüste, hier zur Pulverwüste, versuchen uns irgendwie einen Weg hier durchzubahnen. Also, was habe ich vor? Ich weiß jetzt nicht, ob wir es schaffen können oder nicht. Ob wir das überleben werden oder nicht. Daher mal schauen. Ich hoffe, wir überleben das, dass da nicht allzu schwere Gegner sein werden. Einen schweren Gegner sehe ich da schon mal. So, Pulverwüste, Silberhain. Hat mich schon im Visier. Hinter mir ist sonst keiner, okay. Eine Tappwurzel. Mehr hat sie nicht. Gibt's da Gegner oder so? Banditen, okay. Gibt's ein bisschen. Aua. Hier gibt's ein bisschen viele Banditen. Alter, jetzt erschrecke ich mich. Mist. Heilige Scheiße, dafür wirst du brennen, das schwöre ich dir. Warum haben die alle... Warum haben die alle Runenwaffen? Und irgendwo ist hier jemand mit Pfeil und Bogen. Okay, Dietrich nehme ich mit. Eichenbogen. Die Pfeile nehme ich mit. So, Marodeur. So, die Groschen nehme ich mit. Und nochmal die Pfeile. Haben wir doch überstanden. Kyräische Rüstung. Oh, warte mal, Genesungstrank. Gibt es jetzt sonst noch irgendwas? Abgesehen von dem gefüllten Seelenstein sogar. Schmugglerhafen für entdeckt. Das waren Schmuggler. Neues Schloss geknackt, 15 Erfahrungspunkte, nice. So, jetzt will ich aber gucken, die Rüstung. Leider ist sie... Naja.
Hier gibt es sonst nichts? Okay. Aber wir können jetzt mittlerweile so weit laufen bis hierhin, ohne getötet zu werden. Sind zwar schwere Kämpfe, aber wir kommen relativ weit. Ist jetzt nur die Frage, wo ist der Weg? Oder die Straße? Ich sehe die Straße nicht. Obwohl, ist das die? Ich speichere einmal. Haben mich zwei im Visier von denen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das überleben werde. Panther! Okay. Haben wir geschafft. Haben wir überlebt. So. Haben wir gegen Panther überlebt. Achso, das ist ein Hühnchen. Und hier eine Ente. Oder? Ist das eine Ente? Ne, das ist ein Hühnchen. Okay. Wer bist du? Da, auf sie. Wildmagier. Was ist das denn? Da. 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 Was war das? Rezept Ambrosia. Topf eines alten Volkes. Mist, meine Fertigkeiten reichen nicht aus. Was ist das? Stab des Kettenblitzes. Das könnten wir nicht überleben. Einmal, was ist das da? Steppenstampfer. Wildfleisch. Ah, lass ich mal. Und wegen denen, ich weiß jetzt nicht, ob ich die überlebe. Würzgras. Vor allem, ich muss nur an denen vorbei. Alter, jetzt ist aber... Jetzt ist aber auch mal gut. Ich sterbe. Wen hatten wir? Vielleicht... Vielleicht dran vorbei? Einfach nur dran vorbeischleichen? Ist das... Wir haben hier noch einen anderen Weg. Irgendwie, irgendwo.
Vielleicht ist der sinnvoller. Vielleicht überleben wir hier mehr. Hier ist auch noch so ein Steppenstampfer. Da ist ja noch einer. Wir regenerieren auf jeden Fall noch genug Leben. Da sehe ich einen Verlorenen. Der Weg führt auch dahin, wo ich hin will. Hier haben wir auf jeden Fall eine Höhle. Ich lasse sie mir mal einmal kurz. Die Kinea-Grotte. Will ich wissen, was das für eine Festung ist? Der Dünenheimer Früchte entdeckt. Sind die freundlich oder feindlich? Beim Arsch des Propheten, da war was. Feindlich, okay. Ja. Einmal kurz looten. Silberstahlschwert. Irgendwo erstmal verstecken, damit wir regenerieren können. Hier können wir verstecken, oder? Hier muss mein Leben auf jeden Fall aufladen. Es sind ja nur noch zwei Gegner übrig. Bitte nicht hier hinkommen. Oder auch nicht. Oder auch nicht. So, wir gönnen uns mal eine Cremetorte, würde ich sagen. Ich glaube, das sind nur noch zwei Wildmagier, kann das sein? Einer, der auf dem Dach war und einer, der noch unten war. Aber hätten wir jetzt gegen... Ich trage jetzt bald ein Messer im Stiefel. Hab es satt, immer entwaffnet zu werden. Messer im Stiefel, aber aufpassen, dass du dir nicht aus Versehen in Fuß stichst. Da ist auch irgendwas umgelegt worden. Könnte diesmal ja auch mein Kopfgeld bezahlen. Die Stadt als freier... So, was haben die so bei sich gehabt? Wegestreuen Pfeil?
Lag hier nicht noch jemand? Ach so, war nur... Schon alles? Ja, habt ihr nicht drauf? So, Braunbärenpelz. Okay, da ist er. Renn! Alter! Der hat mich fast gekillt. Das gibt's doch nicht. Die Schlampe war doch eben noch da. Ich hoffe, der regeneriert sich nicht. Der hat mich fast so umgelegt. Dann hätte ich das alles nochmal machen dürfen. Boah, gerade noch so entkommen. Speichern, obwohl ich hätte speichern sollen, wenn Leben wieder voll wird. Was ist das da für ein Turm? Was ist das da für ein Turm? Da müssen wir definitiv mal hin. Aber erstmal will ich den einen Magier hier erledigt bekommen. Irgendwas hat mich entdeckt. Man könnte von hier hoch. Kurz speichern. Mist. Ambrosia. Eterner Krieger. Ist der... Der ist wirklich nach unten hingegangen. Alter. Wo ist er hin? Und der hat sich echt auch regeneriert, der Arsch. Warte mal, Elixier des Apothekarius. Halte alle Krankheiten.
Ja! Alter, endlich sind wir den losgeworden. Der ist... Der hat eine komplette Diebesrüstung? Fast. Silberstahlschwert. Alter, ist er overpowered gewesen mit der Magie. Was haben wir hier? Orboja ruft Rang 1. Eterner Schwert. Die Eterner Sachen. Sind die besser? Eterna ist anscheinend besser als Skarab. Was ist das da? Set des Fährtenlesers, Lederhaut des Fährtenlesers. Und Dietrich. Hier gibt es nichts. Genesungstrank fein. Gibt es hier sonst noch was? Da kriegen wir auf. Mist. Mist. Okay, okay, die Seite sind nicht. Aufmachen. Gibt es hier oben was? Wegestreuen Pfeile. Torschlüssel des Handelsposten. Wegestreuen Helm. Wegestreuen Helm da unten. Okay, die alte Ebenerzrüstung ist die Wegestreuen Sachen. Ebenerz ist Wegestreu. Okay. Aber wofür war jetzt der Schlüssel? Ich speichere das mal. Dann gehen wir hier mal weiter. Macht ihr erstmal hier so einen Stepptanz oder wie? Noch so eine Krabbe. Was ist das eigentlich? Alter! Was ist das für ein Nest? Wir brauchen ja Eier. Feuervogelnest.
Teilbahn eines alten Volkes. Sternlingshelm, nehme ich auch mal mit. Nehme ich vielleicht auch mal mit. Noch eine Königskrabbe. Bevor wir da reingehen, speichere ich noch einmal. Ich weiß jetzt nicht, ob es hier sicher ist. Hier gibt es Kokosnüsse. Dünenheimer Versorgungsschiff entdeckt. Der hat ein wegestreuen Schwert. Lekiler Rotteal? Was? Takratemenir? Darius Kupferhammer? Ich kann mit denen nicht sprechen, okay. Fragment, linkes Ohr. Die verlorenen Fragmente finden. 2 von 9. Silberstahlbogen des Feuerzorns. Diese Beteiligung an der Dünenheimer Früchtegilde kann in einer Bank hinterlegt werden. Ihr erhaltet eine tägliche Gewinnausschüttung von 7 Groschen. Ich könnte es stehlen. Und dann eine zusätzliche Beteiligung bekommen. Oder ich verdiene es mir irgendwie. Bananenschnaps. Dass hier Bananenschnaps gibt, ich feiere das gerade irgendwie. Ich bin nicht mehr auf der Straße. Ist das da die Straße? Ich hoffe doch. Okay, das Schwert macht schon einen Unterschied. Das Schwert macht schon einen ordentlichen Unterschied. So, da haben wir noch so einen. So, und wir essen mal wieder was. So ein komplettes wegestreuen Set hätte ich wohl gerne. Da haben wir einen Windwurz.
Was ist hier geschehen? Zur hohlen Hand entdeckt. Was ist hier geschehen? Und können wir hier die Nacht überbleiben? Beim Arsch des Propheten. Ich dachte gerade ganz kurz, die Wirtin, was? Alter, geht das hier aber tief runter? Ich hoffe, die lassen mich jetzt in Ruhe. Lassen gleich von mir ab. Da waren doch ein bisschen viele. Hä? War ich schon am Ertrinken oder wie, obwohl ich über Wasser war? Müssen jetzt aber gleich gehen, oder? Garea-Schlange. Wo ist die hin? Wo ist die Garea-Schlange hin? Fischfleisch? Fischschuppen. Ah, okay, die Garea-Schlange war ein Fisch. Okay, die da hinten müssten aber weg sein. Ich speichere vielleicht vorsichtshalber. Und wäre sofort wieder da. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Sorry für die Unterbrechung. So, ich will mal schauen, ob wir jetzt weiterkommen. Vertrocknete Verlorene. Was haben die denn da für Waffen? Auch Eterna oder was ist das? Noch mehr? Ich investiere wieder in Leben. Leben ist mir doch ein bisschen wichtiger. Ach, Rune. Das war Rune, okay. Vielleicht einmal kurz speichern, bevor es hier weitergeht. Ah, okay, wir sind schon bei Dünheim.
Und das ist der Weg, den wir nicht wirklich hochspazieren können, oder? Da müssen wir rein. Dünheim. Nachricht für euch. Lauft schnell und springt. Springt hoch wie weit, lauft wie der Wind immer fort, wenn ihr dann auf mein Türmchen kommen wollt. Zaudert ihr, fallt ihr hinab, doch meidet das Seil. Ja, es allein hielt euch fett, sagt nicht. Gebt Acht auf das Holz, es dürft euch noch tragen. Maxus Tabocus. Eine Nachricht an mich jetzt, oder? Muss ich hier durch? Ich glaube ja nicht. Da muss ich aber hin. Komme ich hier wieder hoch? Ahoi! Ich glaube, das da ist wirklich der Weg dahin. Und das Seil ist nicht das, was einem hilft. Ich glaube, man muss schon da wirklich auf den Brettern bleiben. Ja. Wir haben es geschafft. Seinen Tisch. Motte im Glas. Maxus Tabakus. Beim rechten Weg, das ist doch nicht möglich. Was? Sand, Himmel, Arsch und Wolkenbruch. Habt ihr jungen Leute von heute denn keine Manieren? Ich bin... Kommt wahrscheinlich gerade aus irgendeiner alten Wüstenruine. Und natürlich, welch besseren Ort, um den ganzen Sand abzuladen, als der ohnehin schon ruinierte Teppich des alten Tabakus. Was wollt ihr denn überhaupt? Seid ihr wegen des Aushangs hier? Teppich? Ihr meint das schimmlige Teil hier? Schimmlig? Nun hütet mal eure Zunge, Mädel. Dieses Teil ist ein handgewebter Teppich aus den Basaren Al-Rashims. Hat vermutlich mehr gekostet als eure schäbige Ausrüstung zusammen. Ja, bin ich. Ihr sucht einen Söldner? Das tue ich. Machen wir es kurz. Ich vermisse etwas. Mein Diplom. Und ich will, dass ihr es für mich wiederfindet. Wenn ihr ein studierter Alchemist seid, wieso arbeitet ihr dann hier und nicht in Ark? Dort gibt es doch sicherlich viel mehr Arbeit. Bei diesen Lackaffen? Mit Sicherheit nicht. Hier mag der Umgang rau sein, aber wenigstens sind die Leute hier ehrlich. Und was für ein Diplom? Der Sishin-Akademie der Arkanen Künste. Ich bin studierter Alchemist, Mädel. Einer der wenigen in diesen Gefilden, wo sich jeder, der ein paar Kräuter zusammenpanschen kann, so nennen darf. Sishin-Akademie? Das klingt kyranisch. Gut erkannt. Die prestigeträchtigste Universität des Goldenen Landes, wenn ich das anmerken darf. Neben der Shibentorsa, versteht sich. Aber die sind Ketzer. Dann habt ihr in Kyra gelebt? So halb. Aber das tut nichts zur Sache. Seid ihr an dem Auftrag interessiert oder nicht?
Gut, ich nehme mal an, ihr wisst nicht, wo dieses Diplom sein könnte. In Thealor Arantheals Unterwäsche. Natürlich weiß ich es nicht, sonst würde ich euch doch nicht brauchen. Ach, wisst ihr, die ganze Sache ist etwas kompliziert. Kommt, ich lade euch auf einen Schluck Met ein, da redet es sich besser. So viel zu tun. Weichen wir von uns. Ich werfe ihn mal hier hin. Zwei Met für mich und das Mädel. Dann holt er uns in die ewige Dunkelheit. Verschleierter Magier? So viel zu tun. Schaust du zu lange. Wo bleibt mein Met? Maxus? Also, wo fangen wir an? Ah ja, bei Manfred. Wer ist Manfred? Mein Minischwein. Mein treuer Begleiter für zwei Dekaden. Er ist vor jetzt bald zwei Monden einer Krankheit erlegen. Altersschwäche. Es war ein einschneidendes Erlebnis, wie ihr euch denken könnt. Aber naja, das ist nun mal der Lauf der Dinge. Ein Minischwein? Warum nicht? Schweine sind treue Tiere, treuer als so manche Hunde. Und sie sind leicht zu halten. Nur diesen Halsabschneidern hier unten beizubringen, dass der gute Manfred nicht als Schweinekeule überm Feuer enden sollte, war eine ziemliche Arbeit. Aber naja, nach ein paar Tropfen abführender Elixiere in ihren Metkrügen haben es dann selbst die größten Dumpfbacken begriffen. Leg dich nicht mit Tabakus an und schon gar nicht mit Manfred. Mein Beileid um euren Verlust, und was hat Manfred mit eurem Diplom zu tun? Dazu komme ich. Ich vermute, dass Manfred das Diplom vergraben hat. Irgendwo da draußen in der Wüste. Das ist schlecht. Wohl gesprochen. Das heißt aber nicht, dass es verloren ist. Tatsächlich habe ich bereits einen guten Plan, wie wir den Begräbnisort ausfindig machen können. Aber mir selbst fehlt dazu die Kraft. Man ist dem keine 30 mehr. Ich verstehe nicht ganz. Warum ist euch dieses Diplom so wichtig? Ach. Dass ihr mit euren paar Lenzen auf dem Buckel das nicht versteht, wundert mich nicht. Wisst ihr, das Leben eines Mannes ist ein steiniger Acker, den zu bepflanzen harte Arbeit ist. Am Ende will man nur die süßen Blumen sehen, nicht das Unkraut. Versteht ihr, was ich meine? Ja, ich glaube schon. Gut. Ich weiß, dass ich in diesem Leben keine neuen Welten mehr entdecken werde, wisst ihr? Das Diplom. Kyra. Es war eine der schönsten Zeiten meines Lebens. Ich will sie in diesem letzten Abschnitt bei mir haben. Und sei es nur in Form eines Papiers. Verstehe, und wie sieht euer Plan aus? Ganz einfach. Wir müssen Manfred kontaktieren. Kontaktieren? Ich dachte, er ist tot. Ist er auch. Und ja, ich weiß, jetzt haltet ihr mich für einen Spinner. Aber das bin ich nicht. Die ewigen Pfade, das Jenseits, oder wie auch immer ihr es nennen wollt, sie sind bei weitem nicht so undurchdringbar, wie wir alle denken. Menschen hinterlassen einen Nachhall, ein Echo, wenn sie sterben. Und eine gute Freundin von mir hat es sich zur Aufgabe gemacht, zwischen den Toten und Lebenden zu vermitteln. Ihr Name ist Aurora. Aurora Leclerc. Eine großartige Frau, wirklich. Die Weisheit eines Orakels und die Schönheit der aufgehenden Sonne. Leclerc, ist sie mit dieser schrulligen Tante aus Flussheim verwandt? Flussheim? Aha, ihr meint das Dorf an der Sonnenküste. Doch, sie hat eine Schwester, aber die beiden sind wohl nicht gerade gut aufeinander zu sprechen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Hilfe dieser Frau brauche. Ich habe selbst ein paar Fähigkeiten in die Richtung. Habe ich das? Aber sicher doch. Und was könnt ihr noch alles? Auf magische Art und Weise die Unterwäsche der Schankmaid verschwinden lassen? Würde ich gerne? Nein. Wenn ihr mir helft, machen wir es auf meine Weise. Und Aurora ist ein fester Bestandteil meines Plans. Absolut. Sehr fest. Dann wollt ihr, dass ich Aurora für euch bitte, mit eurem Minischwein im Jenseits Kontakt aufzunehmen? Korrekt. Sie wird etwas Geld für ihre Dienste in Anspruch nehmen. Hier, das sollte genügen. Und vermutlich braucht sie etwas von Manfred, damit sie ihn im Jenseits lokalisieren kann. Bitte sehr, eine Handvoll seiner Borsten. Jetzt geht so bald wie möglich los. Ich werde hier auf Wort von euch warten. Na gut, wo finde ich diese Aurora Leclerc? Nicht diese.
die Aurora Leclerc. Etwas Respekt bitte, Mädel. Aurora hat ein Haus in der Nähe der Plantagen an der Ostküste. Ihr habt eine Karte, richtig? Hier, da in etwa dürfte es sein. Den genauen Ort müsst ihr finden. Dafür werdet ihr schließlich bezahlt. Jetzt geht. Und bitte nicht von Knochenreißern fressen lassen. Die Borsten sind das Einzige, was ich von Manfred noch habe. Madam? Habt ihr was an den Ohren? Geht und sucht Aurora. Halt die Klappe, ich bin doch gerade erst aufgestanden. Wir waren doch gerade noch im Gespräch. Ja? Mami Doni doch gleich so fertig. Wo muss ich jetzt hin? Da nach oben, okay. So, dann hier hoch. Öffnen Dünheim. Hallo. Wo muss ich genau hin? Okay, den ganzen Weg wieder zurück. Ich hätte gern irgendwo gepennt. Ich sehe da was. Okay, ich find's krass, wie schnell wir mittlerweile Eiterkäfer fertig machen können. Wo da? Jetzt kommt ein Panzer. Kommt hier noch was? Ich hoffe nicht. Ist das der Weg jetzt? Oder müssen wir noch ein bisschen weiter geradeaus? Liguria entdeckt. Machen wir den mal fertig. Ich mag das Schwert. Der ist sehr, sehr stark auf jeden Fall. So, und hier müssen wir entlang. Kleine Sandkugel entdeckt. Das da? Und da ist ein Leuchtturm. Wüstenspinne. Alter Leuchtturm entdeckt. So, Unsichtbarkeitstrank exklusiv. Hier gibt's Lauch. Gibt es hier irgendwo eine Möglichkeit zu schlafen? Ach, da unten waren wir.
den anonymen Brief erwähnten Treffpunkt am alten Leuchtturm finden. Hinweisen. Was hat das mit dem Leuchtturm hier auf sich? Hier gibt es auf jeden Fall wieder Ambrosia. Rolle der Wohltat einfach. Eisfall Rang 1. Götterschild Rang 2. Hier haben wir Nacht. Bericht eines unbekannten Reisenden in Band 2. Charisma-Trank. Krustenbrot nehme ich mal mit. Bericht eines unbekannten Reisenden. Ich sehe da ein Sammelobjekt. Die Kleinspinnen können hier durch, oder? Die Großen eher nicht. Kommt er hier durch? Kommt er hier hin? Das ist eine Königin, okay. Eterna-Stiefel. Brief? Den Brief mitnehmen? Ob ihr mir glaubt oder nicht, ist mir herzlich... Also, Messer Kupferhammer. Ob ihr mir glaubt oder nicht, ist mir herzlich egal. Ihr habt mich beauftragt, etwas herauszufinden. Und das habe ich. Ja, euer Bruder Kraik hat das gesamte Erbe eures Vaters Kitaron Kupferhammer erhalten. Der Zeitpunkt der Übergabe war 8225 nach ST. Ihm wurde aufgetragen, es zu teilen... Was er scheinbar nicht getan hat. Ich erwarte meine Bezahlung zum ersten des Wintersterns im Bankfach 112. Lehrbuch Mythen und Legenden der Stählerne Wächter. Weg damit. Münzhaufen. So, mystisches Symbol. 3 von 15 gesammelt. Leiche des Paters. Set des Fährtenlesers. Elegante Wildmagierrobe des Paters. Noch ein Wegestreuenhelm. Wegestreuen Kriegsaxt. Okay, die Kriegsaxt ist doch nicht so geil, wie ich dachte. Da ist das Eterna-Ding besser. Oh, warte mal. So, Eterna-Stiefel ist auch nicht so gut. Da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht. Warte mal, mit Blut im Sand. Der Dünheiner werden nach Darius Aufenthaltsort fragen. Darius Kupferhammer auswendig machen und mit dem Schreiben konfrontieren. Ich würde aber sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!